Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle heute von deinem YouTube-Kanal Modbox, ja, die Laderampe mit Überladebrücke vor. Dieser Mod wird uns zur Verfügung gestellt von Pascal Kautz und er selber schreibt in seiner Modbeschreibung, dass dieser Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Mac, B und ihr alle könnt das in euer Mod herunterladen und nutzen. Wenn euch unsere Modforschung gefallen, würde ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben freuen. Genauso würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, sprich die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Mods mehr verpasst. Würden wir uns sehr freuen, auch wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie ruhig drunter. Auch konstruktive Kritik wird gerne genommen, ne? Also lasst die Tasten glühen, würde uns freuen. Ja, zurück zur Laderampe. Die Laderampe ist, findet ihr unter dem Menü, unter dem Baumenü, unter Pools. Und ganz hinten habt ihr für 4.950 habt ihr diese Laderampe. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr die passend platziert, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Also die sollte schon recht gerade stehen. Ich habe hier zum Beispiel eine leichte Kuhle gehabt, habt sie hier hin platziert, dann ging es nicht. So. Jetzt habt ihr die Laderampe platziert und habt jetzt die Möglichkeit hier über dieses Terminal die Ladebrücke zu öffnen. Das heißt, hier öffnet sich quasi den Übergang zum Trailer. Ihr habt hier eine Lücke und ich meine, wenn ihr mit dem Starter hier immer reinprasseln würdet, das würde A, wahrscheinlich den Trailer nicht gut tun, geschweige denn den Schließmechanismus, ne, und hätte auch nichts mit der Ladebrücke zu tun, dann wäre es ja nur eine Rampe. Jetzt können wir hingehen und sagen, öffnen. Ihr seht, jetzt fällt das Ding hoch, diese kleine Brücke da vorne klappt sich aus und jetzt fällt wieder runter und somit müsste jetzt der Verbund zwischen dem Auflieger und Rampe geschlossen sein. Jetzt könnt ihr quasi mit dem Gabel mal rein, rausfahren, ohne dass ihr da jetzt quasi dauernd mit dem Gewicht und den Reifen gegen den Schwelder schlagt. Weil ich meine, wenn ihr natürlich jetzt so eine Kanne drin und nur immer runterhoppen, dann das wird den Schwelder nicht gut tun und uns auch nicht. Ich meine, ich glaube, mit dem Gabel werden die so ähnlich beladen. In der Regel gibt es dann Elektroameisen, die dafür zuständig sind, Schwelder zu beladen, aber auch die würden in diesem normalen Loch ja stecken bleiben. Ne, weil die nicht so eine Breitung haben, wie so ein Gabelstapler zum Beispiel. Ne, aber wenn das jetzt nicht wäre, dann würde es wahrscheinlich dauernd mit der Hubameise hinbleiben. Ja, und dann könnt ihr mit dem, wenn ihr den beladen habt, die ganze Brücke schließen. Könnt ihr eurem LKW einsteigen, vorfahren, Klappen schließen, wenn sein muss, Blombe vormachen und dann auf geht's zum Zielort. Ja, das ist das Ganze. Also, wie gesagt, technisch muss ich sagen, ist es in Ordnung, ist es eine Rampe, also wirkt leicht verschmutzt, also schon quasi Gebrauchsspuren, was auch völlig okay ist. Aber finde ich prinzipiell gar nicht so schlecht. Ja, mehr kann ich euch zu dem Mal auch gar nicht sagen. Außer, dass es euch gefallen hat, lasst euch gerne dann noch oben da. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was zu kommentieren habt, sei es positives oder konstruktiv negatives. Nehmen wir alles an. Vergesst wieder nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Mods von uns verpasst. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.